Hallo Leute, willkommen bei diesem LS22 News Video. In diesem Video zeige ich euch den Reform-Tipper, der mit dem DLC Hay and Forage am 13. Juni in den LS22 kommt. Ja, dieser Reform-Tipper ist ein Drei-Seiten-Kipper und der gehört zu diesem Muli, diesem Mini-LKW, auch von Reform, und wird da praktisch draufgesetzt und dann wird aus dem Mini-LKW ein kleiner Kipper. Und der fasst 2400 Liter. Für einen Kipper ist das jetzt nicht so viel, zumindest aus Landwirtschaftssimulator-Sicht, würde ich mal sagen. Es ist gerade mal etwas größer als ein Pickup, aber in echt ist das schon eine ganze Menge und man kann ja auch hier sehen, er hat niedrige Seitenwände. Das ist also kein großer Anhänger, der zur Aufnahme von großen Erntemengen gedacht ist, sondern ja, wo man halt 2400 Liter mit transportieren kann. Schauen wir uns den mal auf der Herstellerseite an. Und ich werde euch diese Herstellerseite unterm Video in der Infobox verlinken. Jo, also, der Reform 3 Seitenkipper. Hier sieht man den zusammen mit dem Muli, dem Mini-Traktor, Mini-Truck, aber Mini-LKW eher, so wie er im Einsatz aussieht. Und sie sagen, robust, vielseitig und multifunktionell. Der Reform 3 Seitenkipper ist ein für den Einsatz individuell anpassbares Aufbaugerät. So kann neben zwei Kipperbreiten und Längen auch eine Kipper-Kran-Kombination aufgebaut werden. Der Kipper ist mit unterschiedlichen Bordwandausführungen, wie zum Beispiel Stahl oder Alu, erhältlich. Die Bordwandhöhe beträgt 400 mm. Also 40 cm hoch ist die Bordwand und ja, wir kriegen natürlich kein Modell mit Kran, aber das gibt es halt bei dem Hersteller zu kaufen mit Kran. Hier gibt es noch jede Menge technische Daten, auch wie breit der ist und wie lang und so weiter. Und ich nehme mal an, wir kriegen da keine Varianten oder Variationsmöglichkeiten, sondern der ist halt ein Kipper, 2400 Liter und gut ist. Okay, das war's dann schon zu diesem Reform-Tipper. Damit sind die drei Geräte, die zusammengehören, also der Mini-LKW Muli und der Primalpin-Ladewagen und dieser Tipper, die ja irgendwie eine Gruppe bilden, sind die abgeschlossen. Und als nächstes kommen dann die nächsten selbstfahrenden Geräte dran. Okay, ich wünsche euch noch selbstfahrende Geräte. Nee. Fahrzeuge heißt das. Okay, also jetzt nochmal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.